Hallöchen Leute und willkommen zum neuen Projekt, auf das ich mich schon eine ganze Zeit lang sehr freue. Wir spielen Murdered Soul Suspect von Square Enix. Ist relativ frisch erschienen, eigentlich schon letzte Woche, und ich dachte eigentlich, ich spiele es zum Release, aber dann kam was dazwischen, da habe ich gedacht, ach nee, lass mal, und deshalb jetzt ein paar Tage später als bei anderen. Ich weiß, dass es mittlerweile relativ viele, dass Leute Spiel spielen, tun. Gut, prima, ja, super, ich kann guten Deutsch. Ich weiß, dass mittlerweile schon relativ viele Leute das Spiel spielen, aber ich möchte mir das nicht nehmen lassen, denn das ist ein Thema, das beziehungsweise eine Story, die mich sehr interessiert. Erinnert mich persönlich so von dem, was ich gehört habe, ein bisschen an Ghost Trick für den Nintendo DS. Beziehungsweise, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch für iOS-Geräte, denke ich. Ist ein Spiel, das mich von der Story her sehr dran erinnert hat. Und außerdem ist es ein Krimi, quasi. Krimi-Thriller. Und da stehe ich sowieso total drauf. Ich bin auch ein riesen Freund von L.A. Noire und sowas. Und finde solche Spiele einfach total geil. Und deshalb legen wir los. Ich schau mal ganz kurz, gibt es noch in den Optionen was? Nee. Ich spiele mit Gamepad, weil ich es kann. Untertitel lassen wir an. Das ist grundsätzlich ja nicht schlecht. Okay, hauen wir rein. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silence. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, derer Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten... Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein, nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia? Nein, bleib bei mir! Bleib bei mir! Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Okay. Da steht jemand ziemlich auf Tätowierungen.
glaube ich. Können nur ganz langsam gehen. Meine Güte. Müssen uns ja alle Knochen gebrochen haben. Nee. Okay. Öffnen. X, X, X ist diese Taste. Verdammt, abgeschlossen. Halt Button. Okay. Nee. Moment. Gleich. Nein. Moment. I got this. Na, vorbei. Ja, okay, gut. Öffnen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Aufgepasst, oh Lady. Nein. Okay. Ah, nach meinem Gesicht greifen. Okay. Na gut, okay. ich drücke X. Achso. Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Nutze L und R, um deinen Körper auszurichten. Okay. Oh. Ach, komm schon. Danke. Oh, der Kopf auch noch? Komm, mach mal ein paar Sit-Ups hier. Ja, hip. Ich alber schon wieder viel zu viel rum. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon. Scheiße. Okay. Das lief nicht so gut. Ronan. Ins Licht, ja, natürlich. Das ist bestimmt eine total gute Idee. Lauf immer ins Licht. Oh, das sind andere auch. Andere Geister. Gott, ist das hell. Ronan. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein, nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen.
weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Okay, dürfen wir mit dem jetzt reden, ja? Hey Mann, kannst du mich hören? Das lief ja gut. Vielleicht reden wir mal mit der netten Dame. Sieh da, bitte! Verdammt! Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Ah, okay. Ist noch warm. Oh, ich kann mich jetzt frei bewegen. Sehr schön. Und ich kann sogar die Kamera drehen. Cool. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Aber die Leute ignorieren mich alle. Hört auf, mich zu ignorieren. Oh, können wir denn überhaupt nichts tun? Na gut. Kann ich eigentlich irgendwie rennen? Geht das? Huch. Mein Krankenwagen wird bald hier sein. Oh, okay. Offensichtlich soll ich hier nicht lang. Kann ich jetzt rennen? Ja, ich kann rennen. Aha, wunderbar. Hey, gut. Kannst du mich hören? Gut. Prima. Dann gehen wir mal weiter. Durch diesen ominösen Abschnitt da hinten. Oh, das sieht ja freundlich aus. Ein Geist kann durch Objekte der realen Welt hindurchgehen. Zum Beispiel Wände. Nein, natürlich nicht. Okay. Kann ich hier auch durchgehen? Okay, offensichtlich gehört das nicht zur realen Welt. Na gut. Von mir aus. Oh, aber ich kann halb in der Wand drinstecken. Das zählt auch. Ja, zumindest meinen Arm kann ich reinstecken. Ja. Okay, das hier zählt dann als reale Welt, ja? Flomp. Das ist ja witzig. Ich kann Abdrücke hinterlassen. Ist ja lustig. Na gut. Kann ich eigentlich sonst noch irgendwas machen aktuell, außer rumlaufen? Nee. Na gut. Dann bin ich mal gespannt. Okay. Ziemlich am Rumwackeln hier. Ist da jemand drin? Nee. Sehr kurios. Okay. Ah, hallo. Na gut. Bleiben Sie stehen, junge Dame. Sie sind verhaftet. Und Ihre Mutter auch. Oh, die kann sich teleportieren. What the fuck? Ich werde mich auch teleportieren können. Was haben wir denn da drin? Ein Teddybär. Ich habe eine Ego-Perspektive. Aha, okay. Na, das habe ich immerhin schon mal rausgefunden. Ich bin eine Mülltonne. Hallo. Darf ich Ihren Müll entsorgen? Ja. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinge erscheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was meinst du mit Gaben? Das ist doch der Typ von Steam. Oh mein Gott, Gaben ist da. Steam Sales, Summer Sales. Versteckt eure Geldbeutel. Ich dachte, du wolltest mich okay. was fragen. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass da auf einmal der Mauscursor ist. Obwohl der eben die ganze Zeit weg war. Sei ich tu den mal weg. Stören. Schau, mich, hier ist der Mauscursor. Mauscursor weg. So. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen,
schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Hm. Ich habe sogar eine Geisterzigarette. Okay. Warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen? Hast du deine... Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Okay. Neuer Hinweis. Ein Hinweis. Wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft... Warum sind eigentlich die ganzen Antworten, die ganzen Fragen, wollte ich sagen, immer auf anderen Buttons? Das ist total kurios gerade. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Und wer sind diese anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Also... muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Na danke, ominöses Geistermädchen. Ich glaube, irgendwie da will ich nicht hin. Okay. Und ich muss meinen Mord aufklären, ja. So viel habe ich mir schon gedacht. Das stand in der Story-Zusammenfassung so ziemlich. Okay. Und ich höre Polizei. 1-2 Polizei. Hier liegt eine Leiche. Und die ist voll kaputt. Ende der Geschichte. Hä? Okay, wo komme ich denn hier raus? Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich verstehe. Jetzt bin ich im Müllcontainer. Entfernen. Okay. Ich verstehe. Wupp. Ja, meine Stärken werden zu Kräften. Ich bin gut im Türen eintreten, also kann ich Türen einfach verschwinden lassen. So ähnlich. Stadt betreten. Okay. Na gut. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung! Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey!
Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein. Und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Okay, war das vielleicht unser Schwager? Okay. Finde die Spur des Mörders. Ich muss ja alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Okay. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also, haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Okay, um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen und untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die besitzergreifenden Fähigkeiten benutzt. Aha. Na, dann ist es ja die Hinweise hier ganz klein bisschen wie Ghost Trick. Naja, nicht wirklich. Minimal. Man kann von Sachen Besitz ergreifen oder von Leuten. Das sind dann, glaube ich, auch schon ziemlich die Gemeinsamkeiten. Das schauen wir uns allerdings dann in der nächsten Folge an. Ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergehen wird. Und dann werde ich hier einige Leute, von einigen Leuten Besitz ergreifen. Ja. Dann danke ich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war euch gefallen. Falls ihr abonniert, könnt ihr gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.